schon wieder an mit irgendwas bestellen. Ich will nichts. Ich hätte gerne Thunfisch. Ich bin jetzt sauer auf dich. Kommst du denn da drauf? Guten Morgen. Gerade erst aufgestanden. Also schon mal länger wach, aber konnte jetzt erst ans Handy. Ich kenne das schon. Das ist bei mir so. Die Erfahrung, Nächte durchmachen und so, wenig Schlaf. Und trotzdem habe ich die Power zu sein und so, bin arbeiten gegangen und solche Sachen. Top fit immer. Ja, auch die DMAT-Zeit. Die stabilste Zeit gegen den Pfund. Pfund und D-Mark war früher das stärkste Währung. Und alles andere kam danach. Du gehst arbeiten. Guck mal, du gehst arbeiten für so und so viel Euro. Früher hast du für die gleiche Arbeit mehr Geld verdient und alles. Ja? Mehr Rechte gehabt und so. Heute, wenn du das und das nicht tust oder machst, bist du deinen Job los, weil du dich nicht an die Regeln hältst oder so. Ja. Der Mensch ist ein geldgieriger Person. Der will alles haben, aber da muss er auch die Konsequenzen tragen, weißt du? Und jetzt mit dem Euro, durch den Euro geht alles kaputt, den Bach runter. Als du noch gelebt hast, da war eine Situation mit meiner Mutter und mir, da hat meine Mutter die Polizei gerufen, ja, da kam auf einmal 6 Polizisten an, da meinte ein Polizist blöd zu kommen, da hatte ich so ein spezielles Feuerzeug, da habe ich das Feuerzeug gedrückt und habe dem am Arm, von der Handfläche, von dem Hand bis zum Arm runter, eine Brandnarbe hinterlassen, mit so einem Sturmfeuerzeug. Die hatte heute noch die Brandnarbe. Und wie das dann alles aufgenommen worden ist, die Anzeige und so, tja, durfte ich am nächsten Tag auf der Wache erscheinen, wegen der Anzeige, und auf einmal stehen sie alle Reihe und Glied. Und der Oberst von denen, der Boss von denen, stand dabei. Und jetzt habt ihr euch bei dem kleinen Mann zu entschuldigen, aber ganz schnell. Und habt ihr alle mal ein Disziplinarverfahren am Arsch hängen. Ja. Weil das hätten die nämlich ja nicht machen dürfen. Die hätten nämlich ganz anders vorgehen müssen. Dolores, du bist auf dem Kanal, wo eine Identitätsdiebstahl existiert. Ja, und da bist du noch am Schreiben und so. Sowieso gemeldet. Identitätsdiebstahl mit Ausweis sogar hingeschickt. Da ging ich nicht runter. Mach dir mal keinen Kopf darüber jetzt im Moment. Mit dem Verwirren oder so. Mach dir mal keinen Kopf und so. Ruh dich aus. Mach dir gemütlich. Ich werde meine Show sowieso noch schaffen. Dafür bin ich zu gut. Ich lass mich von solchen Hippen-Mützen ja nicht unterkriegen. Weil, ich habe jetzt meinen Ausweis an YouTube kopiert, also ein Foto gemacht und dahin geschickt. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Mein Handy hatte eine eigene Sperre drin, Gerätesperre. Ohne das kommt da keiner rein. Aber ohne dein PIN und das können sie sowieso die Karte nicht dein Handy öffnen. Geht nicht. Kann von deinem Handy nichts lecken. Über WhatsApp geht gar nichts zu lecken. Der soll nicht so einen Scheiß labern, das geht nicht. Den mache ich sogar fertig. Ganz schnell. Der will Anonymous kennenlernen. Der kann die gerne kennenlernen. Ich habe einen Draht zu denen. Dann sag ich denen nämlich direkt Bescheid und mal gucken, wie schnell er ganz schnell ruhig ist. Wie schnell er sich ganz schnell verpisst. Der sollte ja mal irgendwas schicken. Was du auf dem Handy hast. Irgendwas. Das geht nämlich nicht. Schon mal gar nicht über WhatsApp. Geht das nämlich nicht. Zum Sauerei, dass der Pop einfach deine Nummer irgendwo gepostet hat oder was. Ich finde trotzdem eine Sauerei. Auch wenn der ein beleidigendes Wort gesagt hat, ist es kein Grund, einfach hinzugehen, deine Nummer zu posten oder was. Ist kein Grund. Markus Keller, der kriegt dich nicht. Du begreifst mir. Ich bin auch wirklich total in dich verliebt. Ist so. Du hast es schon oft genug mir gezeigt und alles. Du bist total süß.
finde dich total süß und ich will dich haben und ich gebe dich für keinen her. So, wirklich. Komm her, mach. Entschuldige mich, oder was du willst. Das ist so süß, ich will dich haben und so. Genau das, was du da gerade into Schokoladeneis, dich mit Schokoladeneis und keine Ausrede, ja, dich mit Schokoladeneis. Das ist mir und kein Markus Zeller oder irgendwas, diese Verarscherei, hab ich keinen Bock drauf. Die ganze Behauptung da, was der hier Markus Zeller da in dem Hackground und so, ja, ich will dich haben und ich werde dich an keinem anderen ausgeben oder hergeben. Ganz einfach, was man da behauptet, dass du nur auf Verarschen raus bist und so, ja? Dass du mit ihm zusammen wärst und solche Sachen, ja, so los. Genauso wie der eine Doof da, der mir in Facebook geschrieben hat. Ich habe nur gar nicht geantwortet, ich habe einfach geblockt, Ende aus. Genauso wie der Markus Zeller oder Paulo Pinkel oder was. Die kriegen alle ihr Fett weg. Ja, ich halte die Leute nicht mehr zurück. Aber klar ist, ich will dich haben. Da kannst du sein, wie du willst. Jetzt live. Ich höre auf, irgendwas zu behaupten im Hackground oder was. Wir haben denjenigen. Und wir haben auch den Markus Zeller und den einen Doof haben wir auch. Paulo Pinkel haben wir auch. Wir haben alles. Wir können am Wochenende alle hochgehen lassen. Alle Male. Wir haben alles. Derjenige war heute hier, der hat sich selber sogar verraten. Gut, dann eben nicht. Ich höre dir. Ich muss gleich noch einkaufen gehen und das. Jeder Alte, der mir begegnet, dann bist du sein. Die müssen dann so jedes Mal, egal wo du bist, an deiner Muschi so kribbeln. Zur Strafe dafür. So ein Fluch möge das sein. Ich kriege dich. Wenn irgendwelche Ausreden heute live oder was oder so an, ja? Ich will deine Muschi haben, ich will deinen Arsch so lenken dürfen und deine Brust so kneten. Ja, dich will ich. Und keine Ausrede mehr oder was. Ja, weißt du? Du süße sexy Maus. Aber ich will mit dir zusammen schauen, Maus. Wie du mich vergewaltigst. Und red nicht immer so. Auch ich krieg die. Ich will deine Muschi lecken, Lutschen, alles drum und dran auch. Dein Bauchnabel, Brüste und dich küssen und verführen. Nicht, nö. Ich mache mit dir die Show. Ja, ich liebe dich so. Hier bei Bob in der Wohnung keine Show mehr. Die Show mache ich dann auf der Straße und da bleibt auch so. Wenn mich herfallen tust, mir an mein Ding packst und so. Naja, die Show will ich haben. Gezogen kommst du dir runter. Und mir endlich an meinen Schwanz packst und so zupackst, dass du zeigst, dass du eine Frau bist. Und du bist so klasse, geil. Ja, wenn du meinst, das ist so, Baby. Ja? Von dir will ich das so. Und nicht anders. Baby, und ich mache hier bei Bob oder was keine Show oder was mehr, ist vorbei. Ich mache die Show auf der Straße und das bleibt so. Hier würde ich sogar noch auf deine Muschi Koks drauf tun und dann lecken drauf. Guthaben oder was, aber nicht über Cam kommen kann. Ich will den Guthaben aufladen oder was, du Lobe. I fall in love with you. Toll, weil er nichts ist. Sie ist Sex pur. Mit dir. Dolores, ja, da muss man ja wissen. Ich mich ja wohl. Da muss man ja wissen. Ich mich ja wohl. Muss auch mal langsam drüber weggucken und das. Wir haben alle Mist gebaut. Weißt du? Freche. Das krieg ich sowieso. Was ist so zu tun? Das krieg ich. Und dann gibt es keine Dreier oder was? Ich kriege dich. Da kannst du Biest sein oder was, ist mir egal. Egal, ob du böse warst oder was. Ich kriege dich trotzdem. Weil du bist so sexy trotzdem. Und ich werde dich kriegen. Was ist so zu tun? Dich kriege ich. Und dann gibt es keine Dreier oder was? Mach ich Öl? Ja, klar, mach ich Öl oder was? Lass mich überraschen. Mal gucken, was kommt. Tja. Ich küsse es sowieso. Ich habe noch eine Überraschung und ich weiß, wie ich dich kriege damit. Ja, ich bin sogar live. Ne? Weißt du ja, ne? Ist doch gut, richtig ab. Und so, ich habe mein Essen und alles andere ist doch hier. Ich habe sie ja Essen komplett. Ich kenne ich schon so lange, die. Warte mal, keine Sorgen. Eine für Bob, eine für mich, ne? Ich weiß. Das gebe ich nicht her. Nee. Darum geht es doch gar nicht. Das extra zwei scharfe Pizza bestellt, um zu gucken, ob der Bob und ich
eine scharfe Pizza vertragen. Mir macht das nichts aus. Aber der Bob, der kann nichts Scharfes essen. Hast du mal logisch gedacht? Ne? Du wolltest uns beide eine Lektion erteilen mit der Schärfe. Mir macht das nichts. Ich habe damit keine Probleme. Eine für Bob, eine für mich, ne? Ich weiß. Das gebe ich nicht her. Nee. Darum geht es doch gar nicht. Du hast extra zwei scharfe Pizza bestellt, um zu gucken, ob der Bob und ich eine scharfe Pizza vertragen. Mir macht das nichts aus. Aber der Bob, der kann nichts Scharfes essen. Hast du mal logisch gedacht? Ne? Du wolltest uns beide eine Lektion erteilen mit der Schärfe. Mir macht das nichts. Ich habe damit keine Probleme. Jetzt an einem Hintern kneifen. Trinke dich. Und keine Ausrede. Diesmal nicht mehr. Ich kriege dich. Was ist los? Was ist los? Und weiß genau, dass ich anderes kenne. Und weiß genau, dass ich anderes kenne. Ja, alles fit? Ja, du bist. Gott so dich. Oh ja, du jetzt wirklich so. Bei dir wirklich? Alter! Ich will dich eigentlich drin haben. Und ich, nee, oder was? Alter! Ja. Und ich so knack in den Hintern anfassen, alles. Fang jetzt an! Oh ja, dich wirklich jetzt so. Ja, du bist. Gott so dich. Deinem Bett verführen. So sehen, dich so sehen jetzt. Oh ja, will ich sehen, will dich. Sogar auf der Arbeit oder wo auch gerade du bist. Will ich sehen, will dich. Sogar auf der Arbeit oder wo auch gerade du bist. Sogar auf deiner Muschi mit Wodka und dann so ablecken. Dann geht's dann alles. Ja, dich. So eine sexy Figur, da will ich schon spielen. Und keine Ausrede. Und ich dich auf deinen Arsch küsse. Küsse ich dich auf deinen Arsch. Sogar auf deiner Muschi mit Wodka. Und dann so ablecken, dann geht's dann alles. Ja, dich. Du? Echt? Ja? Ist so. Ich will dich. Ich hab nur aus Liebe. Oh ja. Yeah. Du bist so süß, oder? Jetzt so sehen, massieren und das. Ja, ja? Du wirklich? Hi, hallo. Ich will dich. Egal, wo du jetzt gerade bist. So, so. Jetzt wissen, wo du wohnst, hinkommen, Balkon, dich auf dem Bett direkt verführen, pur. Ich werde meine Zunge an dir spielen, ich werde meine Zunge an dir spielen, ich werde deine Nippel haben, ich weiß, dass du keine Nippel hast. Du bist besser und das will ich haben, und keine Widerrede. Ich werde deine Nippel haben, ich weiß, dass du keine Nippel hast. Hallo, und keine Ausrede, du bist ja auch so scharf. Da kann man ja noch scharf werden. Und ich will dich haben. Ja, dann deine Muschi mit Vanilleeis, die leck ich dir. Oh ja, dir will ich jeden Tag und keine Ausrede. Oh, hallo, sobald ich dich sehe, will ich direkt auf dich zukommen, Autotür auf, direkt zu dir, dich umarmen, küssen, mit der Hand direkt zwischen den Beinen. Du willst oder nicht, ich will dich haben. Wenn du mit dem Auto hier ankommst und hier stehst und ich stehe, mach die Tür auf, stell mich neben dir, ich will direkt in den Schritt gehen. Greifen und den direkt an den Strom spielen. Ich will dich haben, Dolores. Ich habe mir aber richtig die Meinung gesagt, so läuft das ja nicht. Mit Chris, mach ich dir mal Kopfknalle. Ja, freue ich mich, wenn du vor der Kerne bist und dich sehe. So, nie anders. Los. Die Sonne scheint für dich. Ich will dich haben. Ich kenne Live-Show oder Hackground oder was. Ich werde dich trotzdem kriegen. Ich glaube, die du. Durch die Kerne kommen direkt in deine Arschbeißen. Dass du nicht da bist. Schade. Weißt du, Dolores, wenn ich dich nicht in Ruhe lässt, fast von dem Boba, ich kann es mit dem Kopf ab. So, nur von dir träumen. Nur von dir will ich träumen, nichts anderes. Ich will schlafen gehen und nur von dir träumen. Aber ich will mit dir zusammen schauen, Mas, wie du mich vergewaltigst. Und red nicht immer so. Auch ich krieg die. Ich will deine Muschi lecken, Rüssel, Kitzel, Lutschen, alles drum und dran auch. Dein Bauchnabel, Brüste und dich küssen und verführen. Nicht, nö. Ich mache mit dir die Show. Ja, ja, ich liebe dich so. Mich herfallen tust, mir an mein Ding passt und so. Ja, die Show will ich haben. Hier würdest du sogar noch auf deine Muschi Koks drauf tun und dann lecken drauf. Du machst doch die Show, du süße sexy Maus. Gib mir deine Muschi, ich will lecken, Lutschen, Kitzel, alles von dir auch. Oh doch, oh doch. Und mit YouTube Live oder was? Dich live, jetzt hier bei Cam.
Ich will in der Muschel lecken und das. Schnell dich nicht an. Den Zug und kommst du dir runter. Wenn du mir endlich mal einen Schwanz packst und so zupackst, dass du zeigst, dass du eine Frau bist. Und du bist so klasse, geil. Ja, wenn du meinst, das ist so, Baby. Ja. Von dir will ich das so. Und nicht anders. Baby. Und ich mache hier bei Bob oder was keine Show oder was mehr, ist vorbei. Ich mache die Show auf der Straße und das bleibt so. Vanilleeis noch drauf, auf deinen Kitzler, Schamlippen. Ja, stell dich nicht an. Nee, ich habe nichts mehr gemacht. Wie soll das denn gehen? Auf keinen Fall. So, jetzt krieg ich mir einen sexy Körper und das ist doch Moderator. Und was erzählst du da? Wo bist denn du, Sperr? Ich kriege dich mit deiner sexy Musik hinter allem so. Redest du da, du wirst kein Moderator oder was? Auf, irgendwas zu behaupten oder was? Das knall ich dich echt noch durch mit deinem Handy in dein Po. Nee, dich dann noch so dran sagen, dass deine Pipi kommt. Ich will die haben. Bist du da? Du bist doch gar nicht hier blockt oder was? Du bist so Moderator. Echt so, bei dir direkt. Hör zu und keine Ausrede, ich brauch dich nicht zu verarschen oder was? Ich meine ernst mit dir. Komm her, wenn du jedes Mal sagst, ja oder was? Mit deiner Soße dazu, ne? Kann auch ruhig rot sein. Bitte mit deiner Soße dabei, weißt du, ne? Fängt mit P an. Pipi, pipi, pipi. Diese Soße leck ich dabei, so. Komm her mit deinem Arsch, den leck ich direkt da, oder deine Muschi. Jedes Mal, wenn du ja sagst. Ich will von dir vernascht werden, vergewaltigt alles drum und dran. Keine Widerrede auch. Du bist die perfekte süße Maus. Boah, ich kneif dir deinen Arsch oder ich will deine Muschi. Deine Brüste. Mit deiner 1,58 Meter oder 1 Meter, was du bist, ne? Mit deiner Brüste in meinem Gesicht so. Ja, und, oder was? Es gibt auch Sachen, die nur privat sind. Und ich will dich, Baby. Und nicht immer nur Hackground oder was. Oder so. Wann sehen wir uns endlich mal? Schön, ist er da, ist er cool. Weißt du? Ich will aber dich. Du machst mich mehr scharf als wie die Pappnase. Da könnte ich noch viel mehr labern. Lass dann noch, wag mich, dich zu verarschen. Du hörst mir, Kalli, Zwerg. I fall in love with you. Von eben 1,68. Scharfe Muschi oder was zu sehen darf. Deine sexy Brüste. Oder dich pitzeln oder so. Dann greift euch das Handy an mein Ding und sagt mir, du gehörst mir, kleiner Zwerg. Wo ich an dem Grand rauche, will ich dich verführen. Ich kribbel an einer Stelle. Ausrede, du mit deinem heißen sexy Körper und das ist mir wichtiger als die Leute in Background und so, dich jetzt zu verführen. Ein Guthaben oder was, aber nicht über Cam kommen kann. Soll ich den Guthaben aufladen oder was, Dolores? Du bist sowieso immer lieb, immer lieb, immer lieb. Das liebe ich an dir so. Ist so, dich krieg ich sowieso. Auf Hackmart oder was oder so, Dolores. Schätzelein, verstehst du? Ich bin total in dich verliebt an der so. Ob du das willst oder nicht. Nur mit dir privat will ich das. Und nicht, wo die anderen dabei sind. Nur mit dir privat. Sonst möge deine Muschi jetzt du sowas spüren. Keine Ausrede. Du kannst es nicht aushalten. Ich will sie. Woher? Komm, zeig, lass ich ihr sehen. Ich zeig dich so gar nicht, weil ich weiß, dass du so hammerscharf sexy bist. Und deine Muschi, die kriege ich und die werde ich dir so lecken. Ich komme da hin, eine ganze Weile diskutieren. Und nur mit dir alleine im Hackground. Wenn schon, ist doch egal, ob wer was da ist. Du bist doch hier, sexyhaft und scharf und dort. Ja, pur. Ah, dieser Zunge ist hier verfehlt. Und nicht in die Background mitreden oder was? Nee, ich lieber privat. Oh, dein Schatz, der schmeckt so gut. Die ist wieder in Kurs. Lecker. Nee, so, du hast schöne Brüste, knacken Hintern, sexy Körper, schöne Beine und eine scharfe Muschi. So will ich sowieso. Ob du willst oder nicht. Dann geh ich nach draußen. Dann zeige ich mich wieder live draußen. Dann kommt er besser an. Du willst nicht schlafen gehen oder so. Ich will deine Muschi lecken. Und das ist auch so. Komm nicht mit irgendwelchen Ausreden an oder was. Ja, ich mach's auch auf live.
Dass meiner endlich bei dir rein ist, bla bla oder so, das ist so. Boah, der will endlich wirklich bei dir so mal rein. Ja. Und dann süßen Hintern will ich so küssen dürfen. Ich würde ja so, wie hier jetzt am Joint drauf. Nur das Kribbeln an der Maschine. In eurem Hackground oder was so? Ich kann das Ganze dann auch hier antworten. Sonst lade ich dein Handy von beiden auf. Ja, das kann ich nicht. Doch, oh doch, du wirst du, wirst du, wirst du. Gerade du. Oh ja. Yeah. Ich kann im Joint ziehen, mir geht das an der Maschine kribbeln. Verdammt nochmal im Hackground oder so. Ja, sag mir doch mal, wohin? Wohin? Duisburg, Düsseldorf oder wo? Vielleicht in den Hackground auch wieder rein. Ja? Und auch in den privaten Hackground. Baby, du gehörst mir. Ich kann wohl reden und das. Ja, nur du antwortest nicht so, wie du willst. Du meinst, ich würde dich verarschen oder was? Auf keinen Fall. Gerade dich nicht. Hört auf, ich will dich in deinen Arsch beißen. Ja? Geh nicht raus, ich red mit dir so. Wie oder so. Geh auch in den Hackground rein und red mit dir so. Was machst du so, süße Maus? Ja, nachher geh ich ein bisschen spazieren. Ich rufe dich an. Hoffe, du gehst dran. Jetzt mal sehen, hahaha. Gerade so, wie ich drauf bin. Selbst das möchtest du jetzt fühlen, spüren. Ich bin wieder bei Bob zu Hause. Ich war mit Bob im Krankenhaus. Check-up und so machen.